Hallo, ich bin mal wieder in meinem Garten und ich möchte euch mal zeigen, was ich dieses Jahr so gemacht habe. Es war ja sehr trocken gewesen die letzte Zeit, jetzt hat es geregnet und es sieht eigentlich ganz gut aus. Hier sind die Tomaten, die ich nicht überdacht habe, nicht ausgegeizt und nicht gegossen. Da vorne habe ich ein paar Chilis, Kohlrabis, die habe ich nicht selber vorgezogen. Und hier die Erdbeeren. Das sind verschiedene Sorten. Ostara, Mizuschinder, Sengar, Sengana und Corona habe ich. Die haben mich alle ein bisschen enttäuscht dieses Jahr, weil teilweise sind die Blüten abgefroren und der Rest wird mir abgefressen. Aber ich hatte einfach zu wenig und jetzt lasse ich die nochmal wuchern. So übers Jahr. Und dann lasse ich mich nächstes Jahr mal überraschen, was dann rauskommt. Ja, hier habe ich noch mehr Chilis, auch Jalapenos und so. Ob ich normale Paprikas dabei habe, weiß ich gar nicht. So, das sind verschiedene Sorten. Hier diese Sorte mit diesen nach oben wachsenden, die setzt sich immer wieder durch bei mir. Und na, wo habe ich eine Jalapeno? Ich glaube. Ja, die sind noch nicht so gewachsen, die Jalapenos, aber die kommen jetzt alle schön. Da habe ich eine Aubergine. Ja, das ist hier so mehr so eine Cherry-Tomate. Und da mache ich jetzt hier zum Beispiel hier die vergammelten Blätter mit Laubfolgeansatz, die mache ich einfach weg. Und dann passiert da nichts weiteres. So, hier muss ich mal gucken. Ja, hier habe ich auch ein bisschen Laubfolge. Solche Bretter kann man wegmachen, sonst wird es dann auch ein bisschen eng da. Ja, das sind alles verschiedene Sorten. Die Samen für meine Tomaten, die habe ich alle aus Früchten, die ich auf dem Markt gekauft habe. Das sind alles so grüne, gesprenkelte, gelbe. Cherry-Tomaten, Fleischtomaten, also alles verschiedene. So. Ja, und da mache ich Kartoffeln. Das sind einfach so vorwiegend festkochende auf dem Supermarkt. Habe ich auch nicht gehäufelt, habe ich keinen Bock drauf. Ich halbiere die immer meist, also die meisten Kartoffeln halbiere ich, dass ich halt zwei Saatkartoffeln habe. Und ja, das lasse ich einfach so überwuchern. Und das geht auch. Braucht man sich nicht die Mühe machen, um das noch anzuhäufeln. So, hier, oh, die Brombeeren. So langsam gibt es ein paar schwarze. Probiere ich die mal. Okay, die war schon relativ gut. So, hier hatte ich Frühkartoffeln. Habe ich jetzt Kidneybohnen eingesetzt. Und noch ein paar Steckzwiebeln vom Kumpel noch dazu gemacht. Mal sehen, was das wird. Und hier habe ich einen Feigenbaum. Der wäre mir fast vertrocknet, weil ich den dieses Jahr erst gesetzt habe. Mit Feigen ist ja auch mal so eine Frage mit der Winterhärte. Dann hat er Blätter gehabt. Dann sind die, ja wie gesagt, weggetrocknet. Jetzt trägt er halt, also jetzt trägt er halt wieder neu aus. Und hier habe ich Bohnen, Sorte Cobra. Das sind so schwarze Bohnen halt mit faserlosen Schoten. Stand auf der Packung. Ja, hier habe ich noch mehr Chilis. Ja, diese nach oben wachsenden. Ja. Und hier habe ich noch mehr Tomaten. Und hier, ja, von meinen Salaten habe ich einen Versuch gemacht mit Endiviensalat. Der ist jetzt ein bisschen geschossen und fängt an zu blühen hier. Der da ist ganz gut geworden. Aber bei den anderen habe ich überall so den Schießtrieb eben abgemacht. Und dann wachsen die weiter. Ja, da habe ich ein paar Kopfsalate. Das sind alles Pflücksalate. Das war relativ effektiv mit den Pflücksalaten.
jetzt fangen sie halt auch an zu schießen. Ja, versuche ich halt ein paar Samen rauszunehmen und dann mache ich die auch weg. Ja, hier Tomaten habe ich ja schon gezeigt. Ah, das ist eine ganz tolle Sorte, glaube ich. Mal sehen, was die für eine Farbe kriegt. Ja, mit den Bohnen war es ein bisschen problematisch, weil es halt so trocken war am Anfang. Normalerweise könnten die jetzt schon viel, viel, viel weiter sein, aber geht. Ja, die kriegen so rosane Blüten. So, habe ich hier so ein Gerüst aufgebaut, einfach aus Schnittholz. So, und das ist hier mein drittes und letztes Beet, was ich gemacht habe, weil ich wollte noch ein bisschen Wintergemüse haben. Und da habe ich jetzt hier Rosenkohl. Und da habe ich nochmal anderen Endivien-Salat, diesen Krausen. Noch ein bisschen mehr Kopfsalat. Das sind Radies. Die werden nicht so schnell abgefressen wie die Radieschen. Nochmal ein paar Zwiebeln dazwischen gesteckt habe ich da. Und hier ist auch nochmal Salat, Rotkohl und Weißkohl. So alles ein bisschen gemischt. Ja, und hier mache ich Tabak und Kürbis in Symbiose. Das ist so ein badischer Tabak. Und hier diese Kürbissprösslinge, die habe ich im Kompost gefunden. Und da ist eine Blüte. Ja, ich bin mal gespannt, wie der Tabak blüht. Aber der wächst echt gut. Ja, das war's eigentlich schon alles. Ja, und das ist hier mein Kirschbaum, der dieses Jahr nicht getragen hat, weil er abgefroren ist. Und deshalb muss ich mich jetzt hier mit den Brombeeren zufrieden geben. Aber ich glaube, ich mache einen Kuchen mit denen. Jo.